Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, worum geht es meiner Fraktion und mir heute in dieser Debatte? Es geht uns Grüne angesichts der Ereignisse in Thüringen heute nicht um parteipolitische Geländegewinne. Nach dem Schock über den Tabubruch in Thüringen müssen wir vielmehr zu einem breit getragenen Konsens darüber kommen, einen Konsens, wie wir den Angriffen von rechts auf unsere Demokratie eine klare und vor allen Dingen auch eine gemeinsame Haltung entgegensetzen können. Es war daher gut, Herr Ministerpräsident Laschet und Minister Stamp, dass Sie sehr frühzeitig und sehr deutlich klargemacht haben, dass die Wahl eines Ministerpräsidenten durch Stimmen von Faschisten inakzeptabel ist. Es war aber leider auch notwendig, um Druck zu erzeugen, Druck für den notwendigen Rücktritt und um noch einmal klarzumachen, dass nur weil die AfD demokratisch gewählt wurde, sie noch lange nicht demokratisch ist. Im Gegenteil. Ihre Demokratiefeindlichkeit zeigt sich in vielen Formen. Die AfD missachtet und verachtet die Regeln des demokratischen Miteinanders. Nein, politische Gegner jagt oder vertreibt man nicht. Man diffamiert sie auch nicht. Wer erklärt, wie Gauland, die unser System als bestehendes Parteiensystem abschaffen zu wollen, der stellt sich gegen unsere demokratische Ordnung. Die AfD missachtet die universellen Menschenrechte, wenn sie Menschen anderer ethnischer Zugehörigkeit abwertet, Feindbilder konstruiert, Minderheiten zu Sündenböcken macht. Eine Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen stellt unseren humanistischen Wertekanon grundsätzlich in Frage und ist daher für uns inakzeptabel. Die AfD greift immer wieder die Presse- und Meinungsfreiheit an. Wer als Reaktion auf Kritik Lügenpresse skandiert oder Andersdenkenden und Journalistinnen und Journalisten offen droht, stellt sich außerhalb eines demokratischen Diskurses. Die AfD stellt in ihren Programmen die Freiheit von Kunst, Kultur und Wissenschaft infrage. Wer vorschreiben will, was in Theatern zukünftig gespielt wird, was in Kunstausstellungen gezeigt werden soll oder in der Wissenschaft gelehrt werden soll, meine Damen und Herren, der stellt sich damit gegen die Grundsätze unserer Verfassung. Und genau darum, weil die AfD offen Verfassungsgrundsätze immer wieder missachtet, ist sie eine antidemokratische Partei. Und genau darum können wir auf Grundlage unserer demokratischen Werte mit dieser Partei in keiner Weise kooperieren. Diese Erkenntnis, sehr geehrte Damen und Herren, muss für uns Demokratinnen und Demokraten handlungsleitend sein. Wir müssen alles dafür tun, damit sich die Grenzen des Sagbaren nicht verschieben. Denn mit der Verschiebung der Grenzen des Sagbaren werden am Ende auch die Grenzen des Machbaren verschoben. Sehr geehrte Damen und Herren, hier kann es keine Neutralität der Demokratinnen und Demokraten geben. Hier müssen wir gemeinsam Flagge zeigen. Und wenn wir den Blickwinkel der von Hass und Hetze Betroffenen einnehmen und sehen, dass Jüdinnen und Juden oder Menschen mit Zuwanderungsgeschichte jetzt darüber nachdenken, dieses Land zu verlassen, weil sie sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder machen, dann dürfen wir das nicht nur mit Betroffenheit zur Kenntnis nehmen. Wir müssen ihnen jetzt mehr denn je gemeinsam mit der Zivilgesellschaft zeigen, wir sind mehr und wir stehen an eurer Seite. Dass die demokratischen Parteien heute dazu, die Fraktionen hier ein klares Signal setzen, ist gut, aber es reicht nicht aus. CDU und FDP müssen in ihren Parteien diese klaren roten Linien auch durchsetzen und nicht nur beschwören. Denn der Dammbruch von Erfurt, diesen Dammbruch gingen, wenn wir ehrlich miteinander sind, zahlreiche Tabubrüche nicht nur im Osten voraus. Kooperationen mit antidemokratischen Kräften auf kommunaler Ebene fanden auch schon bei uns in NRW statt. Die Positionen der sogenannten Werteunion verschieben ebenfalls in gefährlicher Weise den Diskurs nach rechts. Die zahlreichen Stimmen aus der CDU, die sich sehr deutlich davon abgrenzen, vielen Dank, Herr Minister Laumann, für Ihre klaren und deutlichen Worte. Diese Worte müssen dann aber auch Folgen haben. Und der telefonische Glückwunsch
des FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner an Thomas Kemmerich nach der Wahl zum Ministerpräsident. Und sein erstes Statement, eben ohne eine klare Abgrenzung, war ein fatales erstes Signal und hat viel Glaubwürdigkeit verspielt. Und auch wenn die CDU-Vorsitzende vor dem dann eingetretenen Situation gewarnt hat, ist aus meiner Sicht der sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU nach wie vor nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Denn auch wenn das Kooperationsverbot, Herr Kollege Löttgen, auch wenn das Kooperationsverbot mit der Linken, das gestehe ich Ihnen zu, aus anderen Gründen erfolgte als mit der AfD, ja selbstverständlich, aber es führt doch im Ergebnis zum selben Verharmlosung von Faschisten wie Björn Höcke und gleichzeitig zu einer Diffamierung eines Demokraten wie Bodo Ramelow. Und sorry, da teilen sich unsere Einschätzungen. Das muss auch möglich sein, da teilen sich unsere Einschätzungen. Ein Bodo Ramelow, so wie Sie es gerade gemacht haben, zu einem Kommunisten zu konstruieren. Herr Kollege Löttgen, das ist doch absurd. Sie machen sich damit ja selber handlungsunfähig, indem man in dieser Pauschalität das tut. Wir haben hier mit den Linken auch keine Koalition 2010 eingegangen, weil das für uns nicht ging, weil wir keine gemeinsame Basis hatten. Lassen Sie es doch einfach mal stehen, in dieser Pauschalität, da dürfen wir auch mal unterschiedlicher Meinung sein, in dieser Pauschalität finde ich einen Unvereinbarkeitsbeschluss nicht richtig. Denn Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen, lebt auch vom Wettbewerb, mit unterharten Auseinandersetzungen, aber immer doch mit Respekt vor der Meinung anderer, nicht mit Diffamierung, Beleidigung oder gar Drohung oder Gewalt. Und deswegen, das ist mir wichtig, es heute auch noch mal zu sagen, gerade an die Adresse der FDP-Kolleginnen und Kollegen, es ist auch für mich unerträglich, dass jetzt Thomas Kemmerich oder andere FDP-Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf in Hamburg beispielsweise Bedrohungen ausgesetzt wird, übelst beschimpft oder beleidigt werden. Und auch hier müssen wir Demokratinnen und Demokraten unsere Solidarität zeigen und diese Grenzüberschreitung gemeinsam ächten. Thüringen war ein Schock für die meisten von uns. Aber mein Vertrauen in unsere Demokratie ist nicht fundamental erschüttert. Gerhard Baum spürte einen Hauch von Weimar bei den Bildern aus dem Erfurter Landtag. Doch dann meldete sich eine starke Zivilgesellschaft lautstark zu Wort, auf der Straße und im Netz. Und unsere Presselandschaft unisono prangerte den Handschlag der Schande, Titel von Bild und Express am 6. Februar an. Viele Kolleginnen und Kollegen aus CDU und FDP machten ebenfalls klar, unmissverständlich und deutlich und auch heute wieder, dass rote Linien überschritten wurden. Und all diejenigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank dafür, all diejenigen haben diesen Hauch von Weimar mit einem Sturm der Entrüstung weggeblasen. Und trotzdem, nächster Satz. Und trotzdem dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie ist doch kein Geschenk, das einmal angenommen wie selbstverständlich erhalten bleibt. Sie muss von Politikerinnen und Politikern und vor allen Dingen auch von den Bürgerinnen und Bürgern, von der Zivilgesellschaft jeden Tag mit Leben gefüllt und leider in diesen Zeiten mehr denn je verteidigt werden. Vielen Dank an alle, die das heute unmissverständlich klar gemacht haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus